Hi ihr Lieben, welcome back zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder zuschaut. Heute melde ich mich alleine hier vor der Kamera und zwar möchte ich heute ein Thema mit euch teilen, das mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, aber auch für alle Menschen, die gerne verreisen oder eben für Menschen wie Mario und mich, die das Thema Auswandern ins Auge gefasst haben. Es wird um internationale Krankenversicherungen, Reiseversicherungen und Beispiele für Arztkosten, Arztbesuche und so weiter gehen. Auch vorweg noch zu sagen, ich will hier absolut nicht als Berater dastehen. Alles, was ich hier im Video mit euch teile, das sind unsere persönlichen Erfahrungen. Und ja, ich will nicht lange darüber reden. Wir starten nach dem Intro. Here we go. Ich würde sagen, wir starten mit den Reiseschutzversicherungen, gehen dann über zum Thema internationale Krankenversicherungen und am Ende des Videos werde ich euch auch einen kleinen Einblick geben, was ich in meinem Fall gewählt habe, was der Mario für sich gewählt hat und wir werden euch auch ein paar Beispiele zeigen, wie das mit Arztkosten, Abwicklung mit der Versicherung und so weiter läuft. Also starten wir los. Thema Reiseschutzversicherungen, das ist ein Punkt vorweg zu sagen, wenn man eine kleinere Reise macht oder einfach nur abgesichert sein will, wenn man einen Notfall hat, dann ist das das perfekte Starterpaket, sage ich mal. Es gibt von so ziemlich jedem Versicherungsanbieter auch eine Reiseschutzversicherung, die relativ günstig ist, die startet schon ab, ich glaube so 15, 20 Euro bis so roundabout 30 Euro für so eine Woche. Und kann man auch für sich alleine oder eben auch für die Familie machen, bis hin zu 6 Monaten und weiter. Kommt immer auf den Anbieter drauf an. Also ich habe damals eine gemacht mit jeweils 6 Monaten. Also ich habe das 2-mal beantragt und habe damals eben eine vom ÖAMTC genommen. In Deutschland heißt das Ganze ADAC und man kann es auch beim österreichischen Alpenverein zum Beispiel, ich glaube auch der Deutsche Alpenverein. Und es gibt noch sehr, sehr viele Möglichkeiten, wo man das auch machen kann. Weiter geht's mit dem Thema internationale Krankenversicherung. So, und zwar, wenn du digitaler Nomade bist, ausgewandert bist oder vorhast auszuwandern, dann ist eine Reiseschutzversicherung alleine einfach nicht mehr anzuraten und auch nicht mehr ausreichend, denn dann solltest du natürlich eine Versicherung wählen, die einen umfänglichen Schutz hat, sodass dir im Notfall einfach nichts passiert und du auch nicht auf den Kosten sitzen bleibst. Denn eine Sozialversicherung, so wie wir sie aus Österreich zum Beispiel kennen, die gibt es in sehr, sehr vielen Ländern einfach nicht und da können die Kosten auch extrem hoch ausfallen, habe ich selber schon erlebt, war dann nicht so schön. Und deshalb starten wir jetzt gleich mal rein in die Materie und ich zeige euch, welche Möglichkeiten ihr habt. Um euch einige der wichtigsten hier zu nennen, das ist einmal die Sigma, die aus den USA kommt, dann die ALC Global Health, deutsch und mehrsprachig, genauso wie die FOIA Global Health mit Sitz in Luxemburg, auch deutsch und mehrsprachig, die Passport Card, die in Kooperation mit der Allianz agiert, dann die direkte Allianz Worldwide Care oder die AXA. Das sind mal so die bekanntesten im deutschsprachigen beziehungsweise auch im mehrsprachigen Raum, die man verwenden kann. Dann gibt es auch noch, so wie der Mario das zum Beispiel hat, lokale Versicherungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das zeige ich euch dann auch noch kurz. Und würde sagen, wir switchen schnell mal rüber und ich zeige euch die Versicherung, die ich gewählt habe. Dann starten wir mal los und zwar gleich mal vorab mit dem Unternehmen, wo ich mich versichert habe. Und zwar ist das die FOIA Global Health mit Sitz in Luxemburg. Daher hat man auch natürlich deutsche Ansprechpartner, was mir persönlich sehr wichtig war. Und ja, da könnt ihr schon mal sehen, internationale Krankenversicherungen für Reisende und Auswanderer. Da hat man nochmal ein paar Vorteile auf einen Blick. Und was für mich persönlich sehr entscheidend war, das waren diese Bewertungen von oder die Erfahrungsberichte von den verschiedensten Menschen, ob das in Schweden oder in Mexiko ist. Das hat mir sehr, sehr weitergeholfen und war mitunter auch ein Punkt, warum ich mich für dieses Unternehmen entschieden habe. Und jetzt zeige ich euch dann gleich nochmal die verschiedenen Produkte. Also man hat hier 3 Staffelungen von Essential bis Exclusive. Und das zeige ich euch hier mal gleich, da hat man auf den ersten Blick gleich mal einen Vergleich, was alles abgedeckt ist und was eben nicht. Also wenn man das Essential haben will, dann hat man so quasi die Basics versichert, wo einfach dann, ja,
das Minimum abgedeckt ist. Das Special ist dann schon weitaus besser. Da hat man schon zum Beispiel Schwangerschaftsleistungen dabei, was für uns Frauen ja sehr wichtig ist. Und auch ja, die diversen Sachen eben dabei. Also da braucht man sich schon mal keine Sorgen mehr machen, dass man ziemlich einfach in allen Bereichen abgedeckt. Wer dann wirklich sagen will, okay, ich will nur das Beste von allen, der ist dann bei Exclusive super aufgehoben. Das ist natürlich dann auch etwas teurer. Und dann switchen wir gleich mal rein. Ich habe euch da schon eine Seite aufgemacht. Den Bedarf zu ermitteln, und da gibt man zuerst seine Daten ein, das Land, in das man auswandern will oder auch hinreisen will. Ich habe in dem Fall jetzt die Vereinigten Arabischen Emirate eingegeben, und dann starten wir mal gleich los. Ich habe dann alles gleich mal auf hochgestellt. Ja, auch wichtig für alle Mädels oder alle Frauen unter uns, die Schwangerschaft und Neugeborenenpflege. Auch wenn ihr nicht schwanger seid, bedenkt bitte, dass, wenn das ungeplant so weit kommen sollte, das Ganze erst nach 10 Monaten in Kraft tritt, wenn man das im Versicherungsvertrag dann ändern muss. Deshalb habe ich es Safety First gleich mal dazu genommen, und dann schauen wir gleich mal. So, da könnt ihr jetzt schon sehen, Essential 126 Euro pro Monat. Da sieht man schon, wie gesagt, für medizinische Notfälle oder eben die Behandlungen dafür, das ist abgedeckt. Alles andere muss man dann selbst zahlen, was Nachbehandlung und so weiter und so fort kosten. Im Tarif Special sind wir da mit 237 Euro schon etwas teurer unterwegs, aber man sieht auch hier, wenn Sie vollumfänglichen Schutz suchen und sich eben in keiner Situation Gedanken machen wollen, dann ist man hier perfekt aufgestellt. Wie gesagt, das habe ich zum Beispiel gewählt. Und wenn man dann sagt, okay, nur das Beste kommt in Frage, dann eben den Exclusive-Tarif. Was ich dann auch noch dazu genommen habe, das ist zum Beispiel die zusätzliche Assistance. Das kostet ganze 5 Euro im Monat, ist absolut okay. Dann sind wir hier bei 242 Euro. Ja, wenn man dann hergeht und sagt, okay, ich will die Deckung für die USA auch noch dazu haben, dann wird es rapide teurer. Also man sieht schon, und man weiß auch, das Gesundheitssystem in den USA ist verdammt, verdammt teuer. Deswegen das gleich mal weg. Solltet ihr in die USA reisen, ist man bis zu 6 Wochen in den USA mit diesem Tarif mitversichert, aber auch nur für Notfälle. Also wenn man wirklich dorthin fliegen möchte und sagen will, okay, ich gehe jetzt dort zum Arzt, das funktioniert natürlich nicht. Was es dann auch noch gibt, so wie so ziemlich bei jeder Versicherung, das ist auch der Selbstbehalt. Umso höher der Selbstbehalt ist, desto niedriger sind dann eben auch die Kosten. Und ja, was ich euch noch sagen kann, der Preis, den ihr hier seht, also wenn man es jetzt mal ohne eben Selbstbeteiligung sieht oder eben auch mit der Beteiligung, das ist zum Beispiel genau der gleiche Tarif wie auch für Zypern. Zypern und Dubai haben den gleichen Tarif. Das kann ich von meiner Erfahrung sagen. Ich habe mir das von der Versicherung raussuchen lassen. Bevor man seinen Versicherungsvertrag dann abschließt, muss man der Versicherung noch seinen Gesundheitszustand offenlegen, damit die die Wahrscheinlichkeit von hohen Kosten berechnen können. Es ist auch so, wenn man jetzt Vorerkrankungen hat und die sind sehr gravierend, kann es leider passieren, dass man von Versicherungen abgewiesen wird. Es wird sich zwar sehr, sehr bemüht, jedem irgendwie weiterzuhelfen, aber brauchen wir nicht nachdenken. Alle diese Unternehmen sind gewinnorientiert und schauen natürlich auch aufs Geschäft. Ist leider so, aber auf alle Fälle das mal machen, und dann sieht man im Endeffekt eh, was man jetzt an Aufschlägen zu dieser gesehenen Prämie noch hat. Bei mir sind es zum Beispiel 15 Euro Aufschlag, also ich zahle alles in allem bisschen mehr als 250 Euro. Liegt daran, dass ich eben eine Brille trage oder auch eben meine Zahnschienen erneuern müsste, wenn die jetzt kaputt gehen, und deshalb ist da einfach ein bisschen mehr einberechnet worden.
Auch noch ein wichtiger Punkt, den ich hier mit euch teilen möchte, sind Versicherungslücken. Und zwar war so ziemlich eine der ersten Fragen von der Foje Global Health: Bist du derzeit noch versichert oder nicht? Also, bevor ihr eure bestehende Versicherung kündigt und auslaufen lasst, schaut, dass der andere bzw. der neue Vertrag schon aktiv ist, dann kann euch hier absolut nichts mehr passieren. Und jetzt zeige ich euch noch schnell die Möglichkeit, wenn ihr eine lokale Versicherung in den Arabischen Emiraten zum Beispiel haben wollt, und dafür switchen wir nochmal kurz zum PC. So, hier habe ich euch die Seite schon mal vorbereitet, und zwar nennt sich die insurancemarket.ae. Wie ihr schon sehen könnt, die verschiedensten Angebote: Auto, Haushalts, internationale Krankenversicherungen, Firmen- oder Lebensversicherungen und so weiter, was man alles versichern kann. Dann eine kurze Erklärung, ein paar Vorteile auf einen Blick und dann zum Schluss natürlich auch noch die ganzen Partner, mit denen sie zusammenarbeiten. Und zwar kann man das direkt über die AXA oder die Zürich machen, auch ein sehr bekanntes Unternehmen, genauso wie die Cigna aus den USA. Dann hat man hier auch noch ein paar Erfahrungsberichte, ein 4,9 von 5 Sterne Rating auf Google. Und ja, ich würde sagen, dann hüpfen wir mal gleich rein. Das funktioniert dann gleich wie bei der Foje Global Health. Man kann sich hier seine Bedürfnisse aussuchen. Dann schauen wir mal, das ist nur für mich. Da kann man auch die Family oder eben seine Angestellten eingeben. Dann nehmen wir mal das hier. Dann sehr wichtig, das ist natürlich für Dubai Residents. Also wer noch kein Visa hat in einem der Emirate, für den ist das natürlich nicht möglich. Aber nachdem ich eines habe, kann ich euch das hier zeigen. So. Wo sind wir denn unterwegs? So, und weiter geht's. Da kann man natürlich dann noch auch auswählen, welche Krankenhäuser und so weiter man haben möchte, aussuchen möchte, was man hier gecovert haben möchte. Eben nur zum Beispiel, wenn man in Dubai gemeldet ist, in Dubai bzw. in den Emiraten, nur Zahnversicherung oder eben die weltweite Absicherung. Dann gibt man hier nochmal den Namen, den Nachnamen, die E-Mail und die Telefonnummer ein. Und wenn man dann seine Daten eingegeben hat, bekommt man so ziemlich schnell ein E-Mail, wo dann drinnen steht, einer der Mitarbeiter wird sich in Kürze mit euch in Verbindung setzen. Und dann wird eben ein Formular zugesendet, wo die ganzen Details noch einmal abgefragt werden. Und dann ist der Ablauf so ziemlich ähnlich wie eben auch bei der Foje Global Health. Für so eine Versicherung zum Beispiel hat sich eben der Mario entschieden. Wir verlinken euch die Seite natürlich auch nochmal in der Infobox. Was noch dazu zu sagen ist, das ist natürlich englischsprachig. Wen das nichts ausmacht, dann ist das natürlich eine perfekte Lösung. Was hier natürlich sehr von Vorteil ist, wenn man eine lokale Versicherung hat in Dubai, man muss in der Praxis vom Arzt einfach nur den Versicherungsanbieter angeben und dann wird das direkt mit der Versicherung abgerechnet. Das heißt, man muss vorweg einfach nichts bezahlen und das wird alles im Hintergrund abgewickelt, man muss sich selbst um nichts kümmern. Genauso funktioniert das auch bei der Versicherung mit dem sogenannten Passportcard. Hier bekommt man auch eine Kreditkarte, mit der man direkt in der Praxis dann bezahlen kann und selbst keinen Cent vorzahlen muss. Das ist vielleicht ein kleiner Nachteil zum Beispiel von der Foyer-Versicherung, aber auch hier ist es absolut kein Problem. Man zahlt die Rechnung ein, reicht die über das Online-Portal ein und dann wird es innerhalb weniger Tage auch wieder aufs Konto zurückgebucht. Punkt Nummer 3, was ich euch in diesem Video noch mitgeben möchte: Arztbesuche und Arztkosten in Dubai. Das ist das, was ich euch aus meinen eigenen Erfahrungen sagen kann. So, wie findet man jetzt die Ärzte oder wie suchen wir uns die Ärzte aus? Wir machen das immer über Google Research, lesen uns die ganzen Bewertungen durch und so weiter und wählen uns dann einen Arzt aus. Man hat ja sehr, sehr viele Möglichkeiten dort. Was noch dazu zu sagen ist, wenn man einen Termin bei einem Arzt in Dubai machen will, dann geht das ruckzuck, und zwar meistens über die Website direkt, per E-Mail oder sogar per WhatsApp. Also man kann da innerhalb von wenigen Minuten einen Arzttermin vereinbaren. Meistens ist es dann so, dass die Praxis wirklich eine halbe Stunde später schon zurückruft, ob das fixiert ist oder eben nicht. Zu den Kosten kurz gesagt, hier kann man keine allgemeine
Auskunft geben. Das heißt, ich kann euch nur ein Beispiel von mir zum Beispiel sagen. Weisheitszahn, Akutfall. Ich brauchte schnell einen Termin, hatte innerhalb von 4 Stunden, also ich konnte sogar am gleichen Tag noch zum Zahnarzt gehen. Jedenfalls wurde das alles super schnell abgewickelt und hat im Endeffekt dann, ich glaube, so roundabout 800 Euro gekostet, also einmal Weisheitszahn entfernen, ohne Nachbehandlung, ohne alles. Ich hatte Gott sei Dank dann meine Reiseschutzversicherung damals noch, das war nämlich noch bevor ich Resident war in Dubai, und das war Gott sei Dank abgedeckt. Allerdings die Nachbehandlung, die ich dann hatte, wurde von der Reiseschutzversicherung dann nicht mehr übernommen. Aus Fehlern lernt man. Was ich euch auch noch sagen kann, das ist das Thema Frauenarzt, was man absolut nicht mit Österreich vergleichen kann von den Kosten her. Also so viel wie der Frauenarzt in Österreich gesamt kostet bei einem privaten Arzt, da kann man sofort mal das Doppelte, wenn nicht mehr, in Dubai draufschlagen. Da kann man schon auch mal mit einer saftigen Frauenarztrechnung rechnen. Und damit sind wir auch schon am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Fragezeichen hiermit beantworten. Sollte irgendetwas noch offen sein an Fragen, packt uns das gerne in die Kommentare. Wir beantworten das natürlich so wie immer gerne für euch. Ich würde mich natürlich sehr freuen, oder wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns ein Like da lasst, unseren Kanal abonniert und sogar vielleicht die Glocke aktiviert, damit ihr weitere Videos über Reisen, Auswandern und so weiter in Zukunft nicht verpasst. Ja, damit würde ich sagen, danke, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Video und tschüss.